Herr Nahles um 6 Uhr in der Früh. Meine erste Station ist die Konfiserie Eibensteiner in der Lobenhauerngasse. Hier wird seit den 80er Jahren typisches Wiener Konfekt hergestellt und von denen ist das Maroni-Herz der absolute Star. Guten Morgen, Herr Kantrainer. Guten Morgen, Herr Walzer. Warum muss man denn die so unendlich früh machen, die Maroni-Herzen? Na, weil die Maroni bei uns ein frisches Produkt sind. Okay. Und unsere Kunden möchten sie auch schon am Vormittag kaufen, nicht erst am Abend. Also das heißt, die Weißwurst unter der Patisserie soll das 12 Leuten nicht erleben. Wenn Sie das so ausdrücken wollen. Zeigen Sie mal, wie man es macht. Ja, gerne, kommen Sie rein. Und da kochen wir unsere Maroni in einen Kupferkessel. Okay, da wird tatsächlich die Maroni aus der Schale herausgepult? Ja, selbstverständlich. Das Maroni ist bei uns ein echtes Maroni und ein frisches Produkt. Okay. Und wir verwenden keine industrielle Ware. Also. Aber leichter war es schon, wenn man die Paste nimmt, die fertige? Natürlich ist es leichter, ja. Aber unser Produkt ist handverlesen, bei uns ist kein faules Stück drinnen, sozusagen. Oh ja. Aber das heißt, jedes Eibensteiner Maroni-Herz wird da von den Kollegen irgendwie herausgebröselt. Und wer einmal Maroni beim Stand gekauft hat, weiß, was das für eine mühsame Arbeit ist. Der weiß, dass das eine mühsame Arbeit ist. Okay, ja? Eindrucksvoll. Macht das sonst noch irgendwer? Mir ist eigentlich niemand bekannt. Ja, auch nicht, ja. Das heißt, Sie halbieren die da einfach? Wir drücken dann das Maroni raus. Bist du fertig? Ist das eine Glätzelei? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Auster ist leichter zum Aufmachen. Und da singt man gar nicht irgendwelche Lieder, irgendwelche Maroni-Lieder? Nur wenn die Maroni zu heiß sind. Aha, okay. Das ist natürlich auch eine alte Maschine, oder? Das arbeitet jetzt, sagen wir mal, sehr schonend. Traditionelles Handwerk kann man nur mit alten Maschinen betreiben. Ja. 6 Kilo Zucker. Das heißt, das wird mehr als 6 Kilo. Ja, das stimmt. Ah. Toll. Wie viel war das jetzt? 16 Kilo. Verratest du unser Rezept, Andreas? Wow. Aber das ist schon immer schön, oder? Ja, ja. Also auch wenn man es zum tausendsten Mal gemacht hat. Eindrucksvoll, super. Super. Mal, wie die da langsam herauskommen. Das war eine Maroni, die ich gefällt. Da kommt schon ganz schön was zusammen, muss man sagen. Achtung, ich nehme Ihnen eins weg. Ein guter Tag beginnt mit einem frischen Maroni. Dankeschön. Cremig. Und durch die Schokolade die richtige Bitternote, um den süßen Teig irgendwie abzupuffern. Genau. Ja, ist großartig. Tolles Produkt. Gratuliere. Danke für das Kompliment. Glauben Sie, dass die Bewohner vom Grätzl da rundum, dass die das mit Stolz erfüllt, dass in ihrer Nachbarschaft das wahrscheinlich delikateste und hochwertigste Maroni-Schokoherz irgendwie erzeugt wird? Wissen die das und erfüllt die das mit Stolz? Ich bin fast der Meinung, dass die Bewohner im Grätzl sich unser Maroni nur selten leisten könnten. Eine ab und zu geht schon. Eine mal. Ab und zu. Aber wenn man weiß, wie es schmeckt, dann möchte man nichts anderes mehr. Fantastisch. Danke, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao.